Liebe Mutti, ich wünsche dir alles, alles Gute zum 62. Geburtstag. Es ist schade, dass du nicht mehr lebst. Ich weiß, ich bin dein Sohn und du willst es mit mir gut meinen. Der November ist für mich eines der Zeit, wo ich eigentlich etwas mehr Ruhe brauche, aber es geht schon. Nun zu dir, liebe Mutti. Ich weiß, lange war es her, dass wir uns im realen Leben gesehen haben, aber ich war dir damals nie böse und heute mal schon gar nicht. Liebe Mutti, egal was auch mit dir ist und egal was auch mit dir passiert, du lebst zwar quasi nicht mehr, aber ich fühle noch, dass es dich gibt und ja, schade, dass du nicht mehr hier in der realen Welt bist, weil wenn du jetzt noch leben würdest, Mama, liebe Mutti, würde ich zu dir kommen, mit dir deinen 62. Geburtstag feiern. Ich hätte Kuchen mitgebracht, ich hätte Kaffee gemacht und so weiter und so fort. Aber du bist ja leider nicht mehr unter mir oder unter uns. Nichtsdestotrotz, alles, alles Gute, liebe Mutti. Und bleib einfach stark und du dein Bestes. Der Herrgott hat dich lieb und mein Vater hat dich natürlich auch lieb, mein erster Vater natürlich. Und ich sag danke.